Die Milch packe ich mal schnell woanders hin. So, das... Nein, das Ei kommt nicht hier hin. Das kommt woanders hin. Das Zeug hier, wo ich das hier eigentlich... das kommt, glaube ich, hier rein, ne? Genau, so das Holz kommt hier hin. Ich müsste echt mal mit dem Inventarmanagement, das ist echt eine Katastrophe bei mir. Das ist eine absolute Katastrophe. Vor allem weiß ich gar nicht mehr, wo hier irgendwas drin ist. Ich muss das echt mal ummünzen. So. Den Apfel. Da könnte ich ja nicht Apfel... Kann man bestimmt noch Apfelwein draus machen, hoffe ich mal. Wäre mal eine geile Idee. Gucke ich mal, ob das dann geht. So. Ich mache schon mal das Inventar leer. Zack. Den Apfel, den... Ach, ich... Keine Ahnung, vielleicht gibt es irgendwas sowas wie Apfelkuchen oder sowas. So, wie schaut es hier aus? Die Pam kriegt auf jeden Fall noch ein Pale Ale. Das wäre sehr schön. So, was kann ich denn Schönes kochen? Ich möchte für die Lea möchte ich noch was kochen. Die kriegt Pancakes. So, dann... Für die Kinderchen habe ich denen schon was geschenkt. Die Jess hat ein Geschenk gekriegt und der Vincent. So, für die netten Kinder gibt es natürlich Lollis. Dann kann die Diskussion vom letzten Mal kann er wieder starten. Hier in den Kühlschrank fliegt das hier rein. So, dann haben wir das. Der Iridium springt, da packe ich schon... Den packe ich noch schnell hin. Dann muss ich schnell Kürbiskerne kaufen. So. Na toll. Zack. So. Dann schnell Kürbiskerne kaufen. Dann pflanzen wir Kürbisse ein. Und dann gucken wir mal. So, bei anderen geht das. Ich habe selber schon gestreamt. Das hast du halt so eingestellt. Ja, sag ich doch. Dass es nicht geht. Das habe ich nämlich genau so eingestellt, dass keine Links gepostet werden können auf Twitch. So. Die haben noch offen, ne? Ich hoffe es sehr. Das wäre sehr schön. Dann kann ich nämlich hier jetzt gleich... Ja, ja, noch offen. Bleib da. Zack. Pumpkin Seeds. Okay, ich brauche... Sekunde 96 Pumpkin Seeds brauche ich, glaube ich. Ja, das kann lustig werden. So. Bisschen was auf Reserve. Corn Seeds brauche ich noch. Wie lange brauchen die eigentlich? 14 Tage. Okay, das kriegen... Es lohnt sich eigentlich nicht mehr, Korn jetzt noch anzubauen, ganz ehrlich. Egal, dann haben wir sie zumindest mal da. Es lohnt sich nicht mit jetzt anzusäen. 10 Tage Jam Seeds, das lohnt sich dann schon eher noch. Cranberries haben wir voll. Sunflower Seeds haben wir gemacht. Amaranth Seeds haben wir das eigentlich gemacht? Ich habe keine Ahnung. Grape Starter. 10 Tage. Growth on Trails. Dann mache ich hier lieber die Grape Starter, glaube ich. Da kaufe ich jetzt mal ein bisschen mehr. Dann habe ich für nächstes Jahr nämlich gleich ein bisschen was. Artischocken würde ich auch gerne anpflanzen eigentlich. So. Grass Starter, okay. Ich will einfach alles einpflanzen, dass wir von allem was da haben. Und jetzt muss ich erstmal Gartenarbeit machen. Eigentlich müsste ich dafür jetzt Bäumchen fällen. Wie viel Uhr haben wir? 2.30 Uhr. Moment, da kann ich hier... Ich kann doch hier, glaube ich, auch Bäume fällen, ne? Das müsste doch hier auch gehen, oder? Ja, das geht hier auch. Okay. Ich habe nämlich bei mir keine Bäume mehr. Ich muss mal unten beim See ein bisschen Bäume fällen. Ich brauche nämlich Sap. Ich brauche Tree Sap auf jeden Fall. Weil ich muss Fertilizer machen. Erstmal primär natürlich für die Sternenfrüchte. Für das andere Zeug nehme ich jetzt einfach mal normalen Fertilizer. Also ohne die Fische. Habe ich das Pale Ale noch dabei? Dann kriegst du Pancakes. You did good with this one, kid. Thank you. Howdy, kid. Staying dry? Nö, ich stehe gerade im Regen und unterhalte mich mit dir. So rum. So. Dann machen wir ganz kurz Kürbisse. Ich glaube, Kürbisse habe ich hier schon angepflanzt, oder? Ich habe es zumindest versucht. Kann das sein? Bin mir gerade nicht sicher. So, ich müsste auch mal diese... Den Spaten müsste ich auch mal upgraden. Weil dann kann ich nämlich mehr Teils auf einmal machen. Dann ist das nicht ganz so langwierig immer.
Das habe ich mittlerweile auch schon gelernt, dass das auch was bringt, das Upgraden. Ich habe bisher, glaube ich, nur die Axt und die Spitzhacke geupdatet. Müsste ich mal den Rest auch noch machen, tatsächlich. Mache ich aber alles im Winter. Werde ich alles, glaube ich, im Winter machen, dann habe ich da auf jeden Fall viel, viel Zeit. So. Und im Gewächshaus können wir auch im Winter dann Sachen anpflanzen, notfalls, wenn wir irgendwas brauchen. Ist bestimmt auch nicht verkehrt. So, wie viel Sap habe ich denn? 19. Das reicht halt genau für gar nichts, glaube ich. Das ist halt... Ja, ist halt weniger als nichts eigentlich, wenn man es genau betrachtet. Aber wenn es schon mal regnet, ist das gar nicht mal schlecht. Ich fälle jetzt noch ein paar Bäume einfach. Ich brauche nämlich Sap. Ich brauche viel, viel Sap, weil dann kann ich nämlich dann die in den Fertilizer machen. Dann kann ich die ganzen Sachen hier mal einpflanzen, die wir noch rumliegen haben. Das Problem ist, ich habe diese kleinen Bäume, ich habe die mir zu früh gefällt. Hallo, jetzt mach doch mal hier. Ich habe die kleinen Bäume immer gefällt. Ich hätte die wachsen lassen müssen einfach. Da habe ich ja hinten die Baumplantage irgendwann gemacht, dass wir da zumindest Bäume eingepflanzt haben schon mal. Dass wir da kein Problem haben. Aber trotzdem, ich habe damit zu spät angefangen. Ich dachte, ja, Sap, aber mega genug. Wir hatten 1000 Sap dann. Aber wenn man dann anfängt, wirklich so große Felder zu machen mit Fertilizer und allem, man glaubt gar nicht, wie schnell der Sap dann da weg ist einfach. Das ist, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Und am Anfang so, ja, ist mega viel Sap, gar kein Thema. Kannst, hast du bis zur Unendlichkeit. Und dann stehst du da. Oh, ich habe kein Sap mehr. Das ist doof. Naja. So, hier jetzt ein bisschen. Erstmal die großen Bäume machen. Die kleinen Bäume lasse ich jetzt, wie gesagt, stehen. Dann können die in Ruhe wachsen und wir können dann in Ruhe dann den Sap rausziehen. Jetzt gehe ich mal ganz kurz hier in das andere Gebiet hier. Erstmal was essen, aber ein bisschen. Wir haben keine Energie mehr. So. Da fliegt die Energie nach oben plötzlich. Das ist sehr gut. Erstmal noch eins. Und los geht's. Holzfäller Hepi ist jetzt am Werk. Heißt, wir reißen jetzt einfach alles weg und schauen, dass wir da... Naja, einfach so viel Sap kriegen, dass wir unsere Sachen machen können. Das wäre sehr schön, weil dann können wir... Ich würde gerne heute noch alles einpflanzen eigentlich. Ich würde heute so viel wie möglich gerne noch einpflanzen, damit so viel wie möglich wächst. Wir haben nämlich schon 5 Tage tatsächlich verschwendet. Habe ich noch Platz im Inventar? Ja. Und naja. Das ist immer sehr lustig, wenn du sagst, naja... Wenn der neue Monat anbricht, ist kein Problem. Du machst das gleich komplett richtig. Du kaufst dann die Seeds, alles fängst gleich am ersten Tag an. Und dann stellst du fest, verdammt, es geht nicht, weil du hast nicht genug Geld. Weil wenn du so eine große Farm hast, das ist echt teuer, was du da ja, an Seeds verbrätst dann einfach. Das ist echt interessant. Lag aber auch daran, dass ich die Farm ist eine Farmhaus geupgradet habe. Und dann bin ich gerechnet habe. Darum möchte ich auch mehr von diesem Wein dann machen, dann, dass wir einfach mehr Wein machen, mehr Marmelade machen. Also wirklich alles komplett einmachen. Ich könnte natürlich jetzt hergehen und könnte alles, was wir haben, könnte ich einfach verkaufen. Dann kriegen wir kurzfristig sackrisch viel Geld. Aber es wäre halt auch leider eine Verschwendung. Weil man halt mehr Geld kriegt, wenn man es dann wirklich einmacht. Und nochmal die zusätzliche Zeit dann investiert einfach. Ist leider so. Was aber auch gut ist, finde ich. Vielleicht wäre es aber natürlich auch schlauer gewesen zu sagen, okay, wir machen einfach, wir verkaufen alles. Wir haben am ersten Tag, haben wir zumindest dann die Saps und alle, die Seeds und alles, können alles einpflanzen und dann haben wir für den, ja, und dann beginnt die Gelddruckmaschine danach. Weiß ich nicht. Bin ich mir nicht sicher. So. Ansonsten ging links auch dezent, was? Ansonsten ging links auch über unseren Discord-Channel, um dezent Schleichwerbung zu machen. Ja, das stimmt. Ich habe kein Discord. Brauchst du nicht mal. Du kannst einfach auf den Link gehen, du musst dich nicht mal registrieren. Du kannst auch so einfach reingehen und kannst den Benutzernamen angeben. Also um dafür jetzt auch mal Schleichwerbung zu machen.
Den haben nämlich der Cooper und ich einfach, dass wir selber, wenn wir zum Beispiel zusammenspielen etc. oder so Community-Sessions machen, dass man sich unterhalten kann einfach. Und da sind wir so auch öfters, um halt Spiele anzukündigen etc., was wir machen in den Streams. Und auch mal auch Vorschläge zu sammeln, was könnte man denn zum Beispiel spielen. Da sind wir eigentlich auch immer sehr aktiv dann. Ich weniger, aber auf meinem Telefon gibt es die App nicht. Ich hoffe, das ändert sich dann irgendwann mal. Aber wenn es auf dem Rechner nebendran dann läuft, dann gucke ich immer ab und an mal rein und antworte dann auch natürlich. Und der Cooper noch viel schneller als ich, weil der, wie gesagt, der hat eine tolle App auf seinem Telefon. Der hat einen besseren Vorteil davon. So. Okay, es ist 11.20 Uhr, das heißt, das mit dem Einpflanzen heute wird, glaube ich, nichts mehr. Das könnte ein bisschen eng werden. Wie schaut's aus? 169, na, da haben wir doch ein bisschen was. Jetzt, Sekunde mal. Damit wir wieder Platz kriegen. Zack, Quality Fertilizer und dann hier normalen Fertilizer. So. Läuft, würde ich sagen. Was? Ich wollte das hier tauschen. Hallo. Ich wollte das tauschen eigentlich. So. Oh. Habe ich schon lange keine mehr gesehen. Prehistoric Tool. Schön. Habe ich schon mehr als genug. 11.50 Uhr schaffe ich da noch, jetzt irgendwas zu pflanzen. Der Vorteil natürlich ist, es regnet. Das heißt, der Boden ist schon nass. Der Nachteil, den ich natürlich habe... Ich müsste erstmal das ganze Gelumpe natürlich fertig... Ach so, Moment, nee. Das habe ich ja schon gemacht hier. Ich will zumindest die Kürbisse einpflanzen heute noch. Es wird nicht für alles reichen, glaube ich, weil dafür habe ich nicht genug Fertilizer. Aber für einen großen Teil müsste es reichen. Ja, so, Kürbisse. Zack, so, jetzt hier die Kürbisse einpflanzen, sehr gut. Dann ist das zumindest erledigt, dann wachsen die endlich mal. Ich hoffe zumindest, dass ich hier die Kürbisse angepflanzt habe. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. So. Kürbisse schmeiße ich hier rein. Den Quality Fertilizer. Den mache ich dann im Gewächshaus. Oh, verdammt, Marmelade ist fertig. Starfruit Jelly. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin echt gespannt, was die Starfruit Jelly bringt. Wahrscheinlich kriege ich jetzt gleich einen Herzinfarkt, wenn ich den Preis sehe. Ich habe die, glaube ich, mal so verkauft einfach nur. So, zack. Starfruit Jelly, das hier rein. So, habe ich irgendwas noch zu verkaufen? Die Pilze nehme ich mal mit. Kann ich hier? Jawohl. Das geht. Das kommt hier rein. Die Pilze habe ich doch auch hier irgendwo, genau. Das hier auch noch rein. Die Brombeeren auch. Sag mal folgendes. Kann ich den eigentlich verkaufen? Ich kann Diamanten verkaufen. Will ich einfach mal tun. Keine Ahnung. Mal schauen, was es bringt. Ich muss gleich niesen, glaube ich. So. Schlafen. Der Diamant bringt 750 Gold. Geil. Bitte was? Was? 2475 Gold für eine Sternenfruchtmarmelade? Ich bin gerade komplett geschockt. Alter, wir haben 27 mal Blaubeeren eingemacht. 27 mal Blaubeeren eingemacht und kriegen 8.500 Gold dafür. Ich habe eine einzige Sternenfrucht eingemacht und krieg halt ein Viertel. Ne, mehr sogar. Ich mache nur noch Sternfrüchte. Jetzt ist vorbei. Alter, jetzt ist vorbei. Ich mache nur noch Sternenfruchtdingens hier. Ich mache hier nur... Alter, das ist doch nicht wahr. Die ganze Zeit dümpel ich da mit Geld und so weiter rum. Wenn ich das Gewächshaus vom, vorher schon gemacht hätte, nur Sternenfrüchte einpflanzen würde da. Alter, ich wäre reich, ich hätte überhaupt keine Geldsorgen mehr. Ich könnte hier... Alter, das ist doch nicht wahr.
Hab übrigens da noch was geändert. Rechts sind noch 3 Tomaten dazugekommen. Geldsorgen kenne ich zum Glück nicht mehr, aber bin auch schon im 4. Jahr. Irgendwann hast du genug Geld. Warte mal, bis du Starfruit Wein siehst. Jo, Sternenfrucht und Ancient Fruit. Weißt nicht, wie es auf Deutsch heißt. Marmelade, Wein lohnt sich richtig. Ja, das habe ich gerade gesehen. Alter, was? Ja, stell dir mal vor, ich habe 28 Behältnisse. 28 mal 8000. Ja, ist, ja. Krass. Wetterbericht. So, es wird klar und sonnig. Den ganzen Tag über. Schön. Oh, ein Briefchen. Wanted. One fresh lobster for marvelous biscuit I'm creating. Who? Gus. Was? Proprietor of the Stardew Saloon. Reward 800 Gold. Fresh Lobster. Was ist denn ein Fresh Lobster? Was ist ein Fresh Lobster? Was ist denn Lobster? Weiß ich gerade gar nicht. Ich such's mal eben. Lobster, Tomaten, Blaubeeren, Hot Pepper, Starfruit, Corn, Eggplant, Salmon, Berry, Pale Ale. Hahaha. Koralle. Was ist denn Lobster? Close, Tulip, Fieber, hä? Was ist denn Lobster? Ist das ein Fisch? Ist Lobster ein Fisch? Ich weiß es gerade wirklich nicht, was Lobster ist. Ich weiß es wirklich nicht. Lobster ist Hummer. So. Hummer. Ja, klar, Lobster. Ach, Mann, ich bin so doof. Danke. Hatte ich doch irgendwo. Crab. Shrimp. Ich habe noch keinen Hummer. Nee, Hummer habe ich noch gar nicht. Habe ich noch gar nicht gefangen. Nee, Lobster habe ich gar nicht, glaube ich. Habe ich noch gar nicht gefangen. Nee, Lobster habe ich nicht. Okay, muss ich Lobster fangen. Sehr gut. So, erstmal Hühnchen streicheln hier und Enten streicheln und alles. Donald, geh weg. So, da kommen sie gerade raus. Sehr gut. Einmal Streicheleinheit. So, dann hier. Marmelade. Ich will meine Katze streicheln. Ich will meine Katze streicheln. Geht doch. Okay. Dann. Das kommt da rein. Holz da rein. Prähistorik-Tool. Aha, passt da sogar rein. Finde ich gut. Das Zeug will ich alles noch anpflanzen. Ich brauche aber viel mehr. Ich brauche viel mehr Dünger gerade. Das heißt, ich muss noch mehr Bäume klopfen. Ja, das kann ja lustig werden. Das kann sehr, sehr lustig werden. So, jetzt hier erstmal das Zeug hier machen wieder. Zack, 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 zack. So, ich schnibbel ich gleich mal hier. Komm her. So, dann Milch. Holen wir uns mal die Milch hier von den netten Tieren. Na, komm her. So, Catherine. Kupi hat keine Milch mehr. Catherine habe ich gerade schon, glaube ich. Deshalb ist immer ein Schwein. Ist immer noch ein Schwein. Das kann nicht wahr sein. Ein Schwein. Ein Schwein ist es natürlich, aber ein Baby meine ich. So. Zack. Das Düngerproblem kenne ich. Habe ich auch nie genug. Ja, das ist echt ätzend, das mit dem Dünger. Das, ist echt eine halbe Katastrophe. So. Hier muss ich noch schnell. Ich hoffe, ich kann die alle tragen im Übrigen. Ja, geht. So, dann schnell hier Heu. Nein, die Sternenfrucht. Das will ich. Verklickt. So, dann hier Heu hinpacken. Zack, zack, so. Ach ja. Dann haben wir das. Dann machen wir erstmal hier ein bisschen Mayonnaise wieder. Zack, zack und... Zack. Kann ich nicht einfach aus denen, was die hier dann letztlich hier von dem Code, kann ich da nicht irgendwie Dünger machen? Das wäre sehr schön, wenn das noch gehen würde. Okay, ja, dann legen wir mal los mit unseren tollen Sternfrüchten.
Das Schlimme ist, die brauchen, glaube ich, auch ewig zum Wachsen, ne? Kann das sein? Ich glaube, die brauchen ewig. So, ich darf es nicht zu groß machen, weil ich habe nicht genügend Dünger. Das ist echt mein Hauptproblem, dass ich zu wenig Dünger habe. Ich müsste übrigens, weil ich schlau bin, habe ich das hier nicht gemacht. Ich müsste natürlich, wenn dann, alles ausnutzen von dem Iridium-Sprinkler. Das wäre schön. So. Dann ordentlich düngen und guck mal, wie der nach unten rennt. Einfach, es ist unfassbar einfach. Es ist unfassbar. Dieser verdammte Dünger einfach. Zack, 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 zack. Also Iridium-Sprinkler finde ich schon geil. Ich würde gerne überall Iridium-Sprinkler eigentlich hinbauen. Das Problem ist bloß, ich habe nicht genug Iridium dafür. Aber das Problem wird wahrscheinlich jeder kennen. Das Problem wird echt jeder haben, vermute ich mal. So, dann machen wir mal ganz kurz. Sternfrucht, zack. Erstmal ordentlich Seeds hier. Sternenfrucht, Sternenfrucht. Lalalala. Habe ich die Gießkanne dabei? Ja, habe ich sogar. Geil. So, wie schnell es gerade, dass hier weg war. Die 13 Seeds ist schon sehr cool, muss ich sagen. Zack, zack, so. Und dann hier gießen. Ist übrigens schön, dass ich hier auch so einen Wasserspender habe. Dann muss ich nicht mehr rauslaufen. Finde ich gut. So. Schauen wir mal. Erstmal alles gießen hier. Ich muss echt mal die Gießkannen alles auch upgraden. Sonst wird das, glaube ich, nichts. Ah, muss ich kurz kratzen. So. Der juckt einfach mal den Nacken. So, zur Abwechslung mal nicht die Nase, muss ich sagen. Normalerweise juckt immer die Nase beim Streamen immer. Jetzt war es mal der Nacken. Auch interessant. So, haben wir das hier alles? Ja. So. Zack, 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 zack. So, und dann hier schön alles dran bauen. So lobe ich mir das. Ich benutze gar keinen Dünger. Wenn man die Früchte eh in irgendein Fass steckt, ist das egal, ob die vorher golden waren. Das macht gar keinen Unterschied. Und wenn man auf Level 10 Farming ist, erntet man auch ohne Dünger viel Goldene. Das stimmt aber nur bedingt, weil auch wenn du mit goldenen Früchten zum Beispiel die einmachst, dann bringt der Wein mehr Geld ein. Zum Beispiel. Also er wird keine bessere Qualität, aber es bringt doch ein bisschen mehr. Habe ich zumindest, meine ich zumindest, dass das meine Erfahrung ist, die ich hier gemacht habe. Dass wenn du unterschiedliche Qualität hast, dann kriegst du unterschiedlich Geld beim Verkaufen dann von den Endprodukten. Kann man sich aber auch wieder drüber streiten dann. Und Level 10 Farming bin ich sowieso schon. Das habe ich alles schon. Ich würde gerne an meinem Glauben festhalten. Ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht. So, hier weiß ich gar nicht, wie ich das machen soll tatsächlich. Warte mal, der Iridium-Sprinkler, der geht ja bis hier, ne? Das heißt, die sind eigentlich unnütz, aber es ist egal, ob ich jetzt eins nach links mache, eins nach rechts mache. Es passt eigentlich so. Achso, ich müsste hier natürlich vielleicht noch welche reinschmeißen, das wäre sehr schön. So, nee, das stimmt nicht. Okay, dann stimmt's nicht. Dann stimmt es nicht. 1:20 Uhr ist es schon. Mann, Mann, Mann. Kriege ich überhaupt noch genügend raus? Ich weiß es gerade gar nicht, ob ich noch genügend rauskriege. Oh, 5. Sehr gut. Ach, wisst ihr was? Dann machen wir das jetzt so. Wir gucken einfach mal, was wir hier rauskriegen. Dann, ob wir hier schlechtere rauskriegen, wie auch immer. Ich bin so ein Idiot. Ich bin ein Depp. Jetzt habe ich die hier eingepflanzt. Ich habe den Dünger hier nicht gesehen. Nein! Ich bin ein Idiot. Ach ja, okay, machen wir es so. Dann baue ich hier irgendwas anderes an. Einfach nur, damit wir den Dünger jetzt nicht verschwenden. So, und hier, damit der Platz weg ist. Okay. Ich habe immer ein sehr großes Talent mit so Farming und so. Ich habe ein echt gutes Talent dafür, muss ich sagen. Ich übersehe manchmal Kleinigkeiten. Ich weiß gar nicht, ob das schon mal aufgefallen ist. Ich übersehe Kleinigkeiten. Ich möchte es nochmal explizit erwähnen. So, dann hier Milch. Zack. Zack. So. Okay, ich habe aus allen Sternfrüchten jetzt gerade Seeds gemacht. Das ist sehr gut. Hätte ich vielleicht verkaufen sollen. Und dann Sternfrucht-Seeds kaufen. Ne, ich weiß nicht. Die sind, glaube ich, auch sakrisch teuer.
Aber ist, glaube ich, insgesamt günstiger, wenn man sie kauft, als wenn man sie dann einem, na, als wenn man hier sie selber macht. Bin ich mir gar nicht sicher. So, ich muss hier noch ein bisschen was reinschmeißen. Zack, zack. Achso, das große Ei kann hier nicht rein. Die Milch muss rein. Mayonnaise kann hier auch mal rein. Ich weiß gar nicht, ob man Mayonnaise für irgendwas zum Essen machen braucht, aber wir haben es zumindest mal da. Das ist schon mal ein Hauptargument. Hauptsache, wir haben es da. Dann gucke ich mal eben. Holz haben wir jede Menge gerade. Das Void Egg. Das können wir mit Sebastian eigentlich schenken. Der steht da ja unglaublich drauf. Das Zeug hier müsste ich anpflanzen. Ich habe jetzt keine Lust, Bäume zu fällen. Ich habe jetzt echt keine Lust, Bäume zu fällen. Ich mache das jetzt einfach. Hier haben wir Kürbisse. Haben wir noch Kürbisse? Ja, wir haben noch Kürbisse jetzt. Ich mache jetzt Folgendes. Das war das falsche Gerät. So. Kürbisseeds. So, hier bauen wir jetzt überall Kürbisse an. Zack. Mit der Gießkanne gießen wir die hier noch gleich. So, dann sind die auch gegossen. Gut. Dann, ich habe keine Ahnung, was hier eigentlich gerade wächst. Das kann ich überhaupt nicht sagen. Da wächst bestimmt irgendwas. Ich weiß aber nicht was. Ich habe keine Ahnung. Ich habe da irgendwas angepflanzt. Ich hätte gerne so Schilder irgendwie. Ich hätte gerne irgendwie so Schilder, wo ich sehe, okay, was da gerade gepflanzt ist. Weil ich sehe leider nicht bei Stardew Valley, ich kann die Pflanzen nicht mehr inspizieren, was ich da mal gemacht habe. So, ja, bei irgendeinem Rezept ist Mayo dabei, ich weiß aber nicht mehr wo. Ist kein Problem. Das finden wir dann raus, wenn es dann soweit ist. Wenn wir es dann brauchen wieder. Ich weiß es nämlich auch nicht mehr. Vielleicht habe ich aber auch schon irgendwas damit gemacht, ich weiß es nicht. Artischocken. Dann pflanzen wir nochmal die Artischocken eben ein. Zack. So, lecker Artischocken. Kann bestimmt auch irgendwas Tolles damit machen. Ich weiß zwar nicht was, aber wir haben auf jeden Fall mal Artischocken. So, und ich habe zu wenig davon, glaube ich. Es wird nicht fürs ganze Feld reichen. Es ist ein Traum. Es ist ein absolutes Traum. Träumchen. Traum, Träumchen, was auch immer. So. So, dann gießen wir ein bisschen. Dann nehmen wir die Batterie noch mit. Zack. Zack, 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 zack. Und ich habe kein Wasser mehr. Schön. So. Gut. So. Hör mir bloß auf mit Mods. Ich habe mir mein Jahr 5 Spielstand komplett zerschossen. Das sieht man, steht, welche Pflanze gerade wächst. Ich muss sagen, bei Mods, da bin ich immer, weiß ich nicht, vergessen den Spielstand vorher zu saven. Ja, das ist dann ärgerlich. Das ist dann ärgerlich, wenn Mod installieren zerschießt es einen dem Spielstand. Das ist natürlich doof. Warum gieße ich jetzt eigentlich hier die Felder? Warum gieße ich die, wenn ich da gar nichts anpflanze? Ich bin. Ich sage mal nichts. Oh, Cranberries. Juhu. Oh, ich freue mich ja schon auf die Cranberry-Ernte. Warum habe ich hier eigentlich keine. Jetzt sehe ich es gerade erst, hier fehlen Dinge, hier fehlen so Sap-Dinge. So. Die Äpfel und so weiter ernten wir natürlich auch mal. Dann möchte ich hier eigentlich. 2 Sekunden, kann ich hier. Ohne dass mir. Okay. Oh, Gott sei Dank, ich dachte, ich mache jetzt die Dinge hier kaputt. Ich würde gerne diese Dinge hier, die Grape Starter, würde ich gerne anbauen. Weil ich gerne Grapes hätte. Aus denen kann man schön lecker Wein machen. So. Machen wir es hier mal sauber. Zack. Und zack, 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 zack. Your starting feel exhausted. Kriegen wir hin, gar kein Problem. Essen wir einfach hier eine Kleinigkeit und dann haben wir das. So, dann kommt das hier. Dann müssen wir hier noch gießen. Gießen, gießen, gießen. Ich gieße meine Felder. La 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 la. Und meine Felder, die gießen mich. Mit Geld, was ich bekomme durch die Früchte. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ich rede gerade irgendeinen Blödsinn. Ist dem einen oder anderen bestimmt schon aufgefallen. So. Lecker Grapes, die bauen wir hin. Das Ding jetzt hier hauen wir noch schnell weg. Dann können wir da sauber durchlaufen. Zack. So, dann kommen hier die Grape Starter hin. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So.
Zack, 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 zack. Sehr gut. So. Hey, Jeremy. Schön, dass du da bist. Ich bin eben weg, bin heute Abend, dann denke ich wieder da. Bis dahin. Tschüss, Cooper.